Ja, danke Uli Schröder. Bei mir ist jetzt Rolf Landerl, der Trainer des VfB Lübeck. Rolf Landerl, das vielleicht wichtigste Spiel der Saison für den VfB Lübeck steht an. Wie würden Sie die Bedeutung dieses 124. Landesderbys für Ihren Verein und für die Mannschaft beschreiben? Naja, Bedeutung ist klar. Ich meine, für uns geht es schon darum, dass wir über dieses Spiel ins Schleswig-Holstein-Pokalfinale kommen wollen. Ich glaube, das ist Bedeutung genug. Einerseits die sportliche Herausforderung heute und andererseits natürlich können wir dem Club damit sehr, sehr Gutes tun. Und war es zuletzt so, dass im letzten Punktspiel in Hannover gewaltige Personalprobleme die Mannschaftsaufstellung sozusagen bestimmten? Das war gar kein Innenverteidiger mehr zur Verfügung. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Erklären Sie, was hat sich verändert? Wie sieht es bei den beiden Routiniers aus, die heute wieder spielen, Meinecke und Behrendt? Ja, die Routiniers sind dabei, so denke ich, gut genesen, hatten natürlich jetzt ein paar Wochen Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten und zu freuen. Und die beiden wissen, was man braucht für so ein Spiel. Und dementsprechend erwarte ich auch eine konzentrierte und eine Leistung, die ihnen gerecht wird. Nur hat Dennis Behrendt vorher mit einem Nasenbein- und Augenhöhlenbruch zu tun gehabt. Keine ganz einfache Verletzung. Er wird heute mit Maske spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es da irgendwelche Bedenken, dass das problematisch werden könnte? Ja, ich meine, klar, es ist ein bisschen unangenehm mit der Maske, aber heute gibt es keine Ausrede. Maske hin, Maske her. Wer am Feld ist, der ist spielbereit und ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Spielbereit ist dann auch Nils Lange, der hat in dieser Saison noch kein einziges Punktspiel gemacht, ist eigentlich inzwischen Co-Trainer der zweiten Mannschaft, hat aber jahrelang hier im Mittelfeld dafür gesorgt, dass der eine oder andere Zweikampf gewonnen wird. Wahrscheinlich ist genau das, was Sie sich von ihm heute erhoffen, oder? Ja klar, ich meine, Nils weiß auch, worum es in so einem Spiel geht. Wir kämpfen mit personellen Problemen auf diesen Positionen, wir haben viele Ausfälle da und deshalb haben wir Nils zurück zu uns in den Kader und ins Boot geholt, um uns besonders im heutigen Spiel dann auch zu helfen. Nun steht auf der anderen Seite kein normaler Regionalligist, sondern ein Drittligist mit Ambitionen Richtung zweite Liga. Wie schwer wird die Aufgabe für die Mannschaft? Was muss gut laufen, damit dieses Spiel wie die letzten beiden Pokalspiele in die richtige Richtung für den VfB gehen kann? Ja, wir müssen uns über Teilerfolge, über kleine Erfolge Vertrauen holen, Mut aufbauen, dass hier was möglich ist. Jeder, der so ein Spiel gesehen bzw. bestritten hat, weiß, was man dafür braucht. Man weiß im Vorhinein, dass du Kilometer fressen wirst, dass du dich auskotzen musst und dass du im Notfall heruntergetragen werden musst vom Feld, um erfolgreich zu sein. Und davon gehe ich aus, dass die Jungs das heute beherzigen werden. Und genau das müssen wir machen, um erfolgreich zu sein heute. Alles andere entwickelt sich dann von selbst. Wunderbar. Dankeschön, Rolf Landerl. Gutes Spiel. Ja.